Ich bin als ehemaliger Adlerist von vielen Freunden und Bekannten immer wieder gefragt worden, warum die Artillerie eigentlich ihre Ziele erfolgreich bekämpfen kann, obwohl sie ihre Ziele nicht sieht. Tatsächlich sieht die Artillerie ihre Ziele durch vorgeschobene Beobachter, durch die Komponenten der aufklärenden Artillerie, durch Luft- und Satellitenaufklärung und nicht zuletzt durch die Kampftruppe, die ja von der Artillerie zu unterstützen ist. Das Problem, das sich hinter dieser Fragestellung verbirgt, wird deutlich, wenn man die Frage ein wenig anders formuliert. Warum kann eine Geschützbedienung ihr Ziel erfolgreich bekämpfen, wenn sie im Gegensatz zu einem Schützen ihr Ziel nicht sieht? Auch hier lässt sich schnell reagieren. Und der Hinweis auf Satelliten- und Trägheitsnavigation in Kombination mit digitaler Kommunikation. Was ist aber, wenn diese technischen Lösungen nicht zur Verfügung stehen? Was müssen Artilleristen handwerklich tun, damit sie erfolgreich ihre Ziele bekämpfen können? Genau das soll Aufgabe der kleinen Erklärfilme in diesem Kanal sein. Ich wünsche viel Erfolg beim Erkenntnisgewinn.